Hey Leute und willkommen zum zweiten Türchen des Adventskalenders. Und ja, hinter diesem zweiten Türchen verbirgt sich Minecraft Hide and Seek. Das spielen wir ja total selten und das ist jetzt auch mal auf dem Hive-Server, auf dem wir sowieso so gut wie nie spielen. Wird jetzt wahrscheinlich im Adventskalender noch vielleicht das ein oder andere Mal vorkommen. Auf jeden Fall heute bin ich alleine, weil Tobi und Flo es nicht geschafft haben. Da aber jeden Tag ein Video, also ein Türchen vom Adventskalender geöffnet wird, musste ich natürlich trotzdem ein Video aufnehmen. Und da Hide and Seek sowieso die langweiligste Scheiße überhaupt ist, ja, habe ich gedacht, nehme ich das einfach jetzt hier alleine auf und behaupte dann mal, hier über Themen zu reden. Also Leute, ja, wir fangen einfach mal ganz gechillt an. Ich bin ein Coal Block, weil ich vergessen habe, einen Block auszuwählen. Ist eine Leistung. Also, ja, ich fange einfach mal an. So. Gestern war ja der 1. Dezember. Gestern kam das erste Türchen. Wurde das erste Türchen dieses Adventskalenders geöffnet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr es natürlich nicht, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann guckt es euch natürlich erst an. Ja, was da für ein Spiel dran kam, verrate ich euch natürlich nicht. Sollt ihr natürlich auch selbst herausfinden. Und ja, jetzt ist heute der 2. Dezember. Vorgestern war der erste Advent. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advent. Und ich wünsche euch natürlich auch eine schöne Advents- bzw. Weihnachtszeit. Und ja, hier wurde es ja jetzt auch heute, also gestern am 1. Auch mal im Ruhrgebiet ein bisschen kälter. Nämlich jetzt hier, keine Ahnung, 2-3 Grad nur. Und ja, ich finde, das ist ganz entspannend, dass es auch mal langsam kälter wird. Weil entweder im Winter soll es kalt sein oder es soll kein Winter sein. Weil im Moment ist das so, also es war so, dass das Herbst war und ich finde im November, Dezember könnte es auch schon mal so kalt sein, dass es schneit, weil in den letzten 2 Jahren hat es hier in Gelsenkirchen so gut wie nie geschneit. Also wenn es mal geschneit hat, dann war es am nächsten Tag wieder weg, weil es nur so eine scheiß Matsche war. Ja, ich bin aber jetzt ganz zuversichtlich, dass es dieses Jahr vielleicht was werden könnte. Und ja, ich finde das einfach toll. Außerdem spielen wir diese Runde mal mit dem Sparks Texture Pack und sogar mit Shader, mit dem sogenannten Zois Version 10.1 Ultra Motion Blur Shader. Weil Hide and Seek ist ja jetzt nicht so das PvP draufhau Knüppel Zeug Spiel, aber ja, es gehört zum Adventskalender dazu. Es ist ein PvP Spiel und ich wollte es einfach alleine machen. So Leute, worüber kann man denn noch reden? Also, jetzt fängt langsam Weihnachten an. Was kriegt ihr denn so alles? Wisst ihr schon, was ihr geschenkt bekommt? Wenn ja, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich kann euch mal erzählen, was ich bekomme. Ich bekomme eine Kamera, die Canon Legria Mini. Dann werde ich auch Vlogs machen, höchstwahrscheinlich. Und ich bekomme meinen zweiten Bildschirm endlich. Und das ist der Asus S2 24 Zoll. Ich glaube, das war's. Der hat keinen besonderen Namen. Hat eine Reaktionszeit von 2 Millisekunden. Ich habe die versucht, so gering wie möglich. Aber da ich einen 24 Zoller hier habe und die 24 Zoller mit einer Millisekunde Reaktionszeit waren extrem teuer. Deswegen dachte ich mir, mit 2 reicht es auch aus. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall richtig auf diesen zweiten Bildschirm, den ich mir dann. Oh Gott. Ich freue mich richtig auf den zweiten Bildschirm, den ich mir dann hier nebenstelle. Weil dann ist es alles ein bisschen einfacher mit Facecam, mit der Audiospur. Das habe ich alles schön im Überblick. Ich kann mir einen Timer drauf machen. Das wird richtig entspannt. Freue ich mich mega drauf. Und auf die Kamera freue ich mich mindestens genauso. Weil, ja, mir macht es auch einfach Spaß, euch Sachen zu zeigen, die ich so täglich erlebe. Es wird jetzt nicht so viele Vlogs bei uns dann geben, weil wir haben noch Schule. Nicht jeder Tag ist bei uns sowas Besonderes. Oh fuck. Ich werde dann, wenn ich zum Beispiel Longboarden gehe oder so, die mitnehmen und so. Und halt, wenn ich ein paar coolere Sachen mache. Ja, ich würde sagen, wenn ihr schon wisst, was ihr zu Weihnachten geschenkt bekommt, schreibt es mal in die Kommentare und schreibt auch einfach mal eure Weihnachtswünsche in die Kommentare, bitte. Ja, genau.
Ich freue mich auf jeden Fall auf Weihnachten. Ich finde die Weihnachtszeit auch immer ist eine schöne Zeit. Wenn alles so gemütlich ist und man schön zu Hause sitzen kann. Bald sind auch wieder Ferien. Am 19. fangen die in NRW, glaube ich, an. Also 19. ist der letzte Schultag und am 22. ist dann der offiziell der erste Ferientag, weil dann ist das Wochenende. Ja, Ferien sind natürlich auch geil, dann werden wir auch wieder mehr uns auf YouTube konzentrieren können. Vorher habe ich noch so ein paar Prüfungen, mündliche Prüfungen in Englisch und sowas und Lateinarbeit, Mathearbeit, also Klausuren. Ich bin ja jetzt gerade in die Oberstufe gekommen. Und ja, aber die, denke ich, kriege ich alle easy hin und dann konzentriere ich mich mehr auf YouTube. Und das Ferien ist immer so eine coole Zeit, wenn man sich dann auf YouTube konzentrieren kann. Weil dann kommen einem so viele Ideen, da blüht man einfach komplett neu auf. Ich bin der letzte Heider. Tom, du hast ein gutes Versteck herausgesucht. Und ja, ich finde das einfach cool, wenn man Ferien hat, sich einfach drauf zu konzentrieren. Und es ist einfach ein cooles Hobby. Ich meine, das kann hat nicht jeder, dass einer 1000 Abonnenten, wofür ich euch übrigens nochmal jetzt zu sagen mega dankbar bin, die einfach so zu erreichen und einfach... Das macht mir einfach so mega und es macht das so mega viel Spaß, mit euch einfach zu wissen, dass man 1000 Leute hier hat und mit denen reden kann. So, ich war der letzte Heiler und habe überlebt, ihr kleinen Penner. Haha. Yay. Sehr gut. Und da würde ich sagen, haben wir die erste Runde Hide and Seek gewonnen. GG. Und ich denke, wir hängen direkt noch einen hinten dran, oder? Weil mir macht das Reden gerade schon ein bisschen Spaß. So, lass mich mal irgendwo rein, bitte. Komm, mach doch mal. So, es wurde ja auch schon öfter mal gefragt, warum ich nicht auf der Hive spiele. Erkläre ich euch dann jetzt auch direkt, wenn wir jetzt schon so viel über die Weihnachtszeit geredet haben. Ja, wir spielen nicht so häufig auf der Hive, weil mir gefällt der Hive einfach persönlich nicht so. Es gibt hier mehr Hacker, Es ist einfach nicht so eine Community wie auf dem Gomme-Server, obwohl viele von Hive jetzt schon auf Gomme umsteigen und den Server beschmutzen. Und aber ich finde einfach den Gomme-Server finde ich einfach um einiges cooler und es macht mir auch mehr Spaß, auf dem zu spielen. Außerdem finde ich, ja, ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen so an, sagen wir mal, an den Gomme-Server gewöhnt. Und ja, er ist einfach, ich finde den Gomme-Server einfach mega cool. Ja, da kann man sagen, was man will, ja, Hive hat so bla bla bla, Scheiß, ne? Und man merkt ja auch schon, auf Gomme sind mittlerweile viel mehr Spieler als auf der Hive. Zum Beispiel Gomme hat immer 12.000 locker easy voll und Hive hängt bei seinen 5.000, 6.000 ab. Und jetzt wurden wir eine Melone, weil ich schon wieder vergessen habe, mir einen Block auszuwählen. Was soll ich denn jetzt mit einer Melone? Vielleicht mich zu einer Melone stellen, aber das wäre richtig auffällig. Guten Tag, ich gehe hier rein. Da kam er wohl auf dieselbe Idee. Dann machen wir hier, ne? So, und deswegen spielen wir nicht auf The Hive so häufig. Aber jetzt ist Adventskalender, jetzt werden alle Wünsche von euch hier auch mal erfüllt, dass wir auf The Hive spielen, dass wir verschiedene neue Sachen spielen. Und da freue ich mich persönlich auch drüber, weil es mir auch Spaß macht, dann halt solche neuen Sachen auszuprobieren. Das ist jetzt natürlich nicht neu, das mache ich einfach, weil mir gerade langweilig ist. Ich habe jetzt Besseres zu tun. Aber mir macht es Spaß, für euch Videos zu produzieren. Und da man einen Advents... Ach du Scheiße. Scheiße, geh weg. Torben, geh da rein. Eins. Oh, danke. So, weil mir macht es einfach Spaß und ich finde, wenn ich sehe, dass es euch auch so mega gut gefällt, dann macht es mir noch mehr Spaß und ich sehe, dass es euch mega gut gefällt gerade und deswegen macht es mir noch mehr Spaß und diese 1000 Abonnenten, die haben dann noch mehr Motivation gegeben, jetzt noch mehr zu machen, weil einfach, das ist so ein cooles Gefühl, wenn du einfach drüber nachdenkst, dass sich 1000 fremde Menschen abonniert haben und ich muss meinen Bruder einmal bitten, draußen zu bleiben, weil ich mit Facecam aufnehme und ich finde, das ist einfach ein mega cooles Gefühl, einfach zu wissen,
dass über 1000 fremde Menschen sagen, yo, du gefällst mir, ich gucke deine Videos jetzt, ich abonniere dich, um halt nichts mehr zu verpassen, was du hochlädst. Und das finde ich persönlich mega cool, das Gefühl. Und das kann natürlich gerne mehr werden. Weil uns macht es halt auch Spaß zu wissen, wir erreichen jetzt Menschen. Und ja, uns macht es so Spaß, euch zu unterhalten, ja, dass wir das einfach versuchen, täglich durchzuziehen. Und das ist ziemlich schwer. Also das ist nicht selbstverständlich, dass man das während der Schulzeit noch alles schafft. Deswegen sitze ich mich gerade auch, ich habe auch voll das Verständnis dafür, dass Tobi und Flo, ich habe jetzt zum Beispiel, heute hätte ich eigentlich Training jetzt, aber das fällt aus heute. Und Tobi und Flo, Tobi hat glaube ich Schulsport und Flo weiß ich gar nicht, weil jetzt ab der Oberstufe ist der Schulsport ja auch nachmittags. Alter, ich habe so einen Bomben versteckt. Und ja, das ist einfach, das ist so cool. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich euch dafür danken soll für dieses Gefühl. Und ja, wir versuchen es natürlich immer zu verbessern. Dadurch, dass wir ja auch Werbung vor unsere Videos machen, verdienen wir jetzt ein bisschen Geld. Also es ist nicht viel, es ist wirklich nicht viel. Wir verdienen ein bisschen Geld. Aber von dem können wir uns dann zum Beispiel mal ein neues Spiel kaufen, was ich dann, zum Beispiel Sims habe ich davon gekauft. Oder ich weiß nicht, wenn ein neues Equip, Tobi braucht ein neues Headset, aber sowas ist natürlich, über Geld braucht man bei uns nicht zu reden. Es geht einfach darum, weil wir Spaß haben an der Sache und das ziehen wir halt durch, bis es uns keinen Spaß mehr macht. Wenn wir jetzt sagen, ich bin schon wieder der letzte Heider, ich bin so OP, Leute, ich glaube, ich soll das öfter spielen. Und ja, wenn wir sagen, boah, nee, es macht überhaupt keinen Spaß mehr, dann machen wir es nicht mehr. Aber im Moment macht es einfach so unglaublich viel Spaß und ja, das ist dann halt cool, dass man, fuck, er hat mich. Es ist dann halt cool, oh Gott, jetzt kommen die Shader-Lags und jetzt bin ich down. Es ist dann halt cool, dass man mit seinem Hobby nebenbei auch noch ein bisschen sein Taschengeld aufbessern kann, was wirklich nicht viel ist bei uns, kann ich nur betonen. Bei uns geht es einfach nur darum, euch zu unterhalten, dass ihr Spaß habt, wir haben Spaß dabei. Und ich hoffe, das wisst ihr auch zu schätzen. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Ich werde mir eine schöne Weihnachtszeit machen mit meiner Familie. Und mit euch natürlich. Und ja, es kommt jeden Tag ein Adventskalender-Video. Und ich freue mich drauf, Leute, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Natürlich könnt ihr auch gerne auf unseren Community-TS kommen und da können wir uns dann auch mal treffen. Die IP ist kopfsupplp.nitrado.net, ist aber, glaube ich, auch in der Beschreibung. Sonst tue ich es da rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim dritten Türchen des Adventskalenders. Seid gespannt, was morgen kommt. Morgen wird es wahrscheinlich wieder zu dritt sein. Und ich hoffe, es wird zu dritt sein. Auf jeden Fall werde ich nicht alleine aufnehmen. Hoffe ich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Ich habe mal wieder mit Facebook gemacht. Wie gefällt es euch? Vielleicht mache ich es öfter. Und da einen coolen Effekt gerade noch gemacht. Das ist eine Begrüßung. Ein Ende, das es wert ist, ein Ende zu sein. So, machen wir mal ein bisschen, gucken wir mal ein bisschen so hoch. Ne? Perfekt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Und haut da rein. Und ciao.